Kino, es freut mich, dass ihr immer so viel Spaß habt. Und Bubu, danke für den Hinweis und hallo. Haben wir es geschafft? Ich habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Ruvik. Muss ich? Was? Geh nach vorne, zertrümmer das Gehirn. Ja, zerstören auf jeden Fall. Und schmeiß es auf den Boden. Und tritt noch mal drauf, bitte. Tritt noch mal drauf. Hier. Zerstören. Drauftreten. Drauftreten. Kriegst dein Bein nicht mehr hoch? Oh. Lebenszeichen, Sir. Lasst ihn hier. Und die beiden auch. Die gehen nirgendwo hin. Nirgendwo. War das? Ist die Tussi die Verrückte? Tot. Rum Victoriano. Okay. Los! Detective, sind Sie okay? Nein. Ist noch jemand hier? Alle tot. Ich brauche ein wenig echte, frische Luft.
Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wow. Mein erstes Horrorspiel, was ich durchgespielt habe. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wahnsinn. Frage. Ja, danke, Daywalker. Und wer ist jetzt der böse Major T-Beutel? Genau, die Frage ist jetzt auch. Der Doc, der hat ja die Experimente mit Rubik und Leslie gemacht. So habe ich das verstanden. Beziehungsweise Rubik hat seine eigenen Experimente gemacht. Und ich dachte immer, Leslie wäre ein Opfer gewesen, also ein Patient, an dem sie rumexperimentiert haben. Danke, Buhu. Vielen Dank für deine Glückwünsche. Genau. So, Major T-Beutel, ich würde jetzt sagen, tatsächlich, Leslie ist derjenige, der hier gemacht hat. Der hat alle kontrolliert. Was ist mit der Tusse jetzt? Ach. Die? Es stand ja in diesem einen Tagebuch, dass sie finden, dass sie ein bisschen komisch drauf ist. Glaubt Katie sie oder irgend sowas, ne? Dass sie ein bisschen komisch drauf ist. Ich glaube, spielst du die DLCs auch noch? Kidman, genau so hieß sie. Keno, danke für deine Glückwünsche. DLCs auch noch spielen. Ich bin gerade, ehrlich gesagt, sehr dankbar, dass ich gerade diese Runde vorbei habe. Aber DLCs sind die genauso schlimm? Oder sind die ein bisschen farbenfroher und mache ich mir nochmal Gedanken drüber. Eigentlich, wenn wir es richtig machen wollen, müsste ich eigentlich die DLCs auch noch spielen. Aber diese Frage macht mich jetzt ehrlich gesagt nervös. Ein bisschen. Aber wie gesagt, um auf das Rätsellösung zu kommen. Also, Leslie, bin ich der Meinung, ist der Machthaber, der alle manipuliert hat. Der hat auch Kidman manipuliert, die eigentlich im Grunde für ihn gearbeitet hat oder bewusst oder unbewusst, ist egal. Ich glaube, sie hat an seinem Auftrag gehandelt. Aber mich würde interessieren, jetzt mal ganz ehrlich, was ist mit unserer Frau und was ist mit unserem Kind? War es jetzt ein Brandanschlag? War es Mord? Was? Da Fragen eigentlich? Fragen über Fragen sind noch übrig geblieben. Tja, wir haben es wirklich, wirklich geschafft. Aber DLCs werde ich mir wirklich nochmal Gedanken machen. Ich bin wirklich dankbar, dass ich es gerade durch habe. Wahnsinn. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Schöne Grafik, schöne Animation. Tolle Geschichte. Wirklich, wirklich tolle Geschichte. Also, ich bin froh, dass ich es tatsächlich gespielt habe. Ich bin wirklich froh. Ja, DLCs. Oh Mann. Julie Kidman. Rubik. Okay. Aber das ist schon krass. Ich bin wirklich während des Spiels bin ich davon ausgegangen, dass wir tatsächlich die Person sind, die alle umbringen, weil wir den Tod unserer Frau, unseres Kindes nicht verkraftet haben, uns wirklich dem Alkohol hingegeben haben und dementsprechend dann einfach amok gelaufen sind. Das habe ich mir so erklärt. Wir wurden ins Irrenhaus oder in die Nervenklinik eingewiesen und haben da angefangen, keine Ahnung, alle abzumetzeln.
Gut, lag ich wohl mit meiner Sichtweise ein bisschen falsch. Ein bisschen. Langer Abspann. Ja, und ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Ich weiß, euch hat es ziemlich viel Spaß gemacht und wahrscheinlich wollt ihr deswegen, dass ich die DLCs noch spiele. Aber trotzdem, vielen Dank, dass ihr mich auf jeden Fall dabei begleitet habt und dass ihr mir so viel Mut gespendet habt und an mich geglaubt habt. Und ich hoffe, euch sind nicht so oft die Ohren weggeflogen, weil ich so geschrien habe. Ich bin gespannt, was die Nachbarin erwähnt, ob sie mich gehört hat. Spanish Audio Recording, okay? Long Way Down. Claire de Lune, ja. Das ist in diesem Spiel mein Lieblingslied gewesen, denn das zeigte mir den Speicherpunkt. Das ist gut zu wissen, dass ich nicht zu laut war, Keno. Das freut mich. Das ist immer noch so ein bisschen schwer, weil ich nicht weiß, ob ich übersteuere oder nicht. Aber vielleicht sollte ich mal... ich habe ja gesehen, du hast ja bei Twitter diesen... wo die Leute einfach entscheiden konnten, was du als nächstes spielst. Vielleicht sollte ich das auch mal machen, dass ihr einfach mal entscheidet, ob ich das nächste Mal so ein Horror- oder so ein Psycho-Ding, wo man... habe ich mich bis jetzt noch nicht dran getraut, wo man einfach nur durch Räume läuft und muss den Geistern, den Toten ausweichen oder so. Ich habe ein Spiel im Kopf, das habe ich auf der Wunschliste. Das ist ein Psycho-Horror und das geht 20 bis 60 Minuten lang. Das werde ich wahrscheinlich nochmal zwischenhauen. Da brauchst du ein Vote doch gar nicht. Weißt doch selber schon, wie das Ergebnis ausfällt. Das weiß ich. Layers of Fear? Ja, da hast du recht. Vielleicht. Also, jetzt bin ich dem Gruppenzwang verfallen. Jetzt werde ich es wahrscheinlich irgendwann machen. Aber ich denke mal erstmal, ich will erstmal wieder mal ein bisschen rumballern. Und deswegen werde ich Lynch in Canaan erstmal anfangen. Und Layers of Fear werde ich mir mal wirklich auf die... nicht unbedingt auf meine Wunschliste packen, sondern einfach mal auf die Experimentenliste. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich dann da abgehe. Ich werde es mir auf jeden Fall, genauso Resident Evil. Ich finde, da habe ich bei dir noch nicht reingeguckt, Keno. Outlast? Outlast ist auch nicht schlecht. Ihr sprecht mir viel zu viel Mut zu. Viel zu viel. Special thanks. Okay, boah, langes. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Erster Schritt in die Dunkelheit. Ja. Und das war's auch mit dieser Aufnahme für YouTube The Evil Within. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt genauso viel Spannung erlebt wie ich. Vielen Dank, dass ihr mich auf diesem Abenteuer begleitet habt und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.